Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rage 2. Wir sind jetzt bei Folge 10. So, unsere Aufgabe. Schauen wir mal nach. Aktuell machen wir mal eine Nebenmission wieder. Einfach mal ein paar Fragezeichen erledigen. Obwohl, ja, machen wir hier unten Fragezeichen. Ansonsten gibt es hier irgendwas, was einfach ist. Ach, auf einmal ist der stark. Der war vorher auf Stufe 3. Dann Stufe 5. Obwohl, was heißt das denn, Stufe 5 Schwierigkeit? Ist, ja. Weil wenn ich Stufe 5 bin... Oder was bin ich für eine Stufe? Steht Level 4. Ah, ich verstehe das. Level 4 heißt, also... Orange ist das hier. Das hier ist, blau. Und dieses pinke ist dann der hier. Das heißt Level 4. Theoretisch Level 2 wäre dann voll einfach. Okay. Dann gehen wir mal runter. Sorry, dass ich ein bisschen heiser bin. Hab heute viel aufgenommen. Aber es macht halt Spaß, das Spiel, sag ich mal so. So, ab nach draußen. Ein bisschen Luft schnappen. So, jetzt müssen wir wieder anfangen. 3 Kilometer. Es steht da draußen nicht zum Besten. Doch du kannst das ändern. Kümmere dich um meine Operationen. Sorge ich dafür, dass die Projekte sich für dich... Für mich was? Hä? Ich habe nicht überspringen gedrückt. Überspringen, glaube ich, ist F, aber F komme ich gar nicht erst dran, weil ich gerade fahre. Das ist so knapp. Posten. Ohne Leute? Kann ich schlecht vorstellen. So ruhig. Also ich höre jetzt gerade nichts. Hallo? Hä? Ist ja kein Mensch. Hey, Datenpad. Also, Speerbeobachtung 42. Wir haben uns für unsere Speermission auf dieser Klippe niedergelassen. Über den großen Riss nach Westen liegt eine alte Ruine. Und niemand anderes als die Riverhawks haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Wir werden sie genau beobachten, da wir nicht wissen, warum sie so weit nach Osten gekommen sind. Sie scheinen viel Ausrüstung mitgebracht zu haben. Wir sollten möglichst schnell einen Überfall wagen. Okay. Also da hinten... Oder? Südosten. Ah ne, hier. Südosten ist da. Okay, aber hier ist sonst nichts. Okay, naja. Aber komischer Posten, wenn da keiner ist. Hier irgendwo ist das Auto. So, dann geht's weiter. Yes. Da wen? Uiuiui. Ach du Scheiße. Die sind mir zu stark. Da kann ich nichts machen.
Menschen kann ich zerstören, aber jetzt diese Mechanobots. Da habe ich noch keine Chance. Brauche ich bessere Waffen. Ein bisschen reinballern. Ja, manchmal zwischendurch auf den Straßen ist das halt, ne? Ein paar explodierende Typen. So rumlaufende Typen, ganz normale. Ich suche eigentlich den Zielort. Noch ein Obrigkeitswachturm. Wir sind da. Hier ist das okay. Dann versuche ich mal den Turm zu treffen. Schon? Zerstört, oder? Oh, Kacke. Das war klar. Einmal. Oha. Gerade abgeschafft. Boah. Jetzt müsste hier irgendwo Loot. Hier drin. Ja. Ah, ein bisschen Munition. Fahrzeug? Da. Gut, das haben wir dann auch erledigt. Was gibt's denn hier sonst? Oh, dreckige Ratten. Aber direkt hier die Mission. Ziel erreicht. Also hier, das ist das. Soll das sein? Eliminiere die Ziele. Da. Das war's. Perfekt. So, dann haben wir noch das hier. Ui, manche Waffe. Zack. Übers Auto drüber und überfahren. Was war denn hier? Tankstelle. Okay, das war dumm. Ich dachte, da wäre irgend sowas von der Obrigkeit. So, haben wir auch erledigt. Schon. Metzel, 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 Metzel. Ich glaube, das Spiel sollte in Ordnung sein für YouTube.
gibt ja noch andere Let's Player, die das machen. So, oh. Ansonsten muss ich ein paar Sachen rausschneiden. Das ist jetzt auch schlimm. Nicht mit nix. So, Teile. Harzkiste. Sachen. Hier oben ist eine Kiste. Ist wunderbar, haben wir alles. Ort ist abgeschlossen. Also Stufe 4 geht auf jeden Fall. Hat man gesehen. Hier sind die Fahrzeuge. Ich muss. Okay, da komme ich nicht hoch. Also mein Fahrzeug ist hier oben, glaube ich. Einmal rüber. Da. Hamas. Wunderbar. Was brennt denn da jetzt? Was einsammeln? Ich meine, warum nicht, ne? Quarzes Ferrit. Ist auch noch ein Fragezeichen. Unten. Gut, dann. Ab nach unten. Oh, bin ich drüber gefahren. Das ist Tankstelle. Noch ein Banditendepot. Stufe. Ja, 4. Komm. Das machen wir. Du kriegst gar nichts mit, oder? Kollege. So, dann haben wir das auch. Eine Kiste und eine Arschentruhe gibt's. Okay. Tag. Räumungskommando. Damit er mir was gehört. Tag. So. Alles zerstört. Arschkuh haben wir auch hier. Ja, Ort ist fertig. Datenpad gibt's ja nicht. Das Auto. Ja. Super. Jetzt muss ich noch nach unten. Weil da unten ist irgendwas. Hey Walker, hier Lucem. Ich habe Neuigkeiten. Gute und schlechte. Schieß los. Tja, der Panzer aus Claytons Gruselkeller, der läuft nicht. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung. Ich komme zu dir ins Büro. Oh. Oben? Da muss ja auch was sein.
Ah, da unten. Hey, Cookies Lager. Lesen. Kampfmöpse. Möpse, ich habe ein Rudel Möpse gefunden und werde daraus die besten Kampfmöpse aller Zeiten machen. Die Hawks haben keine Ahnung, was die besten Hunde sind. Johnny Pirate wird es ihnen zeigen. Sie werden mich nicht mal kommen sehen. Ah ja, Kampfmöpse. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Spoiler. Jetzt müsste ich nochmal wieder hoch. Ab ins Auto. Da ist das nächste Fragezeichen. Mal direkt abklappern. Kriege ich irgendwie kein, wie heißt das nochmal? Kein EP. Was irgendwie komisch ist. Das habe ich erledigt. Hoppa. Oh, das hat mir Schaden hinzugefügt. Nee, ich habe einen Händler. Aber da verkriege ich doch eigentlich Erfolge. Ach, nicht Erfolg. Erfahrungspunkte. Sollte doch eigentlich. Intelligente Lebensform nähert sich. Naja, intelligent ist. Von mir aus intelligent. Wenn ihr meint. Datenpad. Uiuiui. Lasst sie raus. Die Bastarde von der Kirche im Einkaufszentrum haben uns lange genug ausgequetscht. Unsere Sammlung widerlicher Krabbler, fieser Beißer und gemeiner Stechviecher ist einsatzbereit. Zuerst zerstörten wir den Damm im Fluss und dann werfen wir die kleinen Biester rein und lassen sie die Arbeit machen. Ich lasse eine Schachtel mit Ködern in die Stadt zurück. Nachdem ich ihre letzte Gebühr bezahlt habe, die kleinen Kerle werden den Fluss runterschwimmen und die Stadt verseuchen. Und denkt daran, auf keinen Fall die Schleichkriecher anzufassen. Diese kleinen Viecher sind das. Vielleicht verteilt sie in ausreichendem Abstand. Sie sollen sich auf ihrer Reise den Fluss runter nicht gegenseitig auffressen. Ich sehe so gut wie gar nichts. Wegen der Sonne. Und da Vorhänge dran. So. Aber man soll ja Vitamin D tanken. Heißt es ja. Nach oben. Lassen. Hier ist auch noch was. Sehr gut. Da unten muss ich hin. Perfekt. Als nächstes machen wir die. Stufe 3 hört sich sehr einfach an. Warum nicht? Ui, das gab aber Widerstand. So, sind wir jetzt schon wieder da? Perfekt.
Da hinten ist ein Konvoi. Muss ich aufpassen. Ich fahre genau dahinter her, oder? Ja, super. Okay, ich will euch nicht angreifen. Alles gut. Einfach nur hier. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Einmal töten. Ui. Ich höre jemanden. Da. Da unten sind wahrscheinlich die Leute drin. Okay, das heißt, ich gehe jetzt mal runter. Mit der Schrot. Einen wunderschönen guten Dach. Aha. Als ob du nicht stirbst. Wegen der Rüstung. Na gut. Habe ich vermutet, dass er keine Rüstung hat? Ja, das habe ich. Hier ist auch so nichts. Ab. Hier komme ich gar nicht durch. Ach, hier wahrscheinlich. Ja. Aua. Ich dachte, wird nichts mehr passieren. Okay, hier ist nichts. Oh. Das bringt nichts. Das muss wehtun. Ist hier irgendwas in Spinden? Nö. Was? Let's turn the red planet green. A new beginning for mankind. Ein neuer Anfang für die Menschheit. Lass uns den roten Planet grün machen. Aha, das war also ein roter Planet und kein... Ist das der Mars? Niemals, oder? Dare to dream. Elon Musk? Ist das eine Anspielung auf Elon Musk? Ja, oder? 100 pro. Ich habe das Spiel gespielt, aber nie ist mir das aufgefallen. Seht ihr das mal rein? Ich und Max haben uns umgesehen, während alle anderen wie verrückt auf den Propantank geballert haben. Wir haben so viel Tech-Kram eingepackt, wie wir tragen konnten. Und draußen bei den Gräben verbuddelt. Wenn wir hier fertig sind, machen wir einen kurzen Abstecher, sacken das Zeug ein und tauschen es gegen jede Menge Tuselfuse. Dann können wir uns das ganze Bestes Monat lang volllaufen lassen. Schau dir den mal. So. Granaten. Schon. Noch einer, oder? Jawoll. Alle Guns weg. Eine Lagerkiste fehlt und die haben wir wahrscheinlich hier noch. Würde ich jetzt hier hin tun. Ah, doch nicht. Okay. Ah, hier. Jawohl. So, war hier nicht eigentlich eine Arsche drin? Ich irgendwie im Kopf. Anscheinend nicht. Gehe ich hier raus? Draußen sind wir welche am Kämpfen. Wo haben wir die denn? Da hinten. Gut. Ey! Das Ding ist ja fast kaputt. Lass mich einweisen. Bin bald wieder da. Und zurück, Walker. Wunderbar. Mir geht's gut. So, markieren wir mal das nächste Ziel. Das nächste Ziel wäre hier Ranger Echo, die Fremde. Okay.
Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Sub, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und einen Kommentar, falls ihr irgendwas noch an Verbesserungsvorschlägen habt. Würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.